Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Let's Play von mir und zwar zum Spiel Game Dev Tycoon. Ja, wir versuchen uns mal als Spieleentwickler und ich werde hier mal nicht lange rumreden. Ich starte sofort das Spiel und erstelle mir sozusagen meine erste eigene Videospielfirma. Yes, ein Traum wird wahr. So, Company Name so und mein Spielername. Spielername ist ja klar. Die Play. So, Company Name. Wie sollen wir uns denn nennen? Wie wär's mit Gamers? Oder, nee, noch besser. Oh mein Gott, dass es so schwer wird, einen Namen rauszufinden, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie sollen wir uns denn nennen, Leute? LP wäre zu einfach. Obwohl, Moment mal. Unsere Kompanie oder unsere Firma heißt jetzt einfach mal Games for LP. Ja, so, wir wären natürlich die... Also auf 42 Jahre das Spiel erhöhen. Und ich bin ein blonder Typ mit Brille und ein Rollkragenpullover mit Hemd. Ja, das passt doch zu mir. So, okay. Dann setze ich mal das Spiel fort. Ja, ich weiß, dass es ein neues Spiel ist. Und ja, fangen wir doch mal an. Am Anfang sofort ein Spiel. Kleines Spiel zu entwickeln. Wie soll denn nun dieses Spiel heißen? Ich überlege mir jetzt gerade mal was. Wie wäre es, dass wir uns erstmal aussuchen, was es eigentlich wird? Okay, ich glaube, wir machen sofort mal ein Strategiespiel. So ein Military Strategie für den PC. Ah, das hört sich doch gut an. Und wir nennen es... wie sollen wir es nennen? Rage Guy. Ja, komm, nehmen wir es doch mal Rage Guy. Oder Gay? Nein, Rage Miss You. Ach Gottes Willen, ich schreibe mal wieder ein Bullshit. Alter, wie sollen wir denn dieses Spiel jetzt nennen? Ach Gott, ey, das gibt's nicht. Ich tu mir hier immer... Oh, jetzt fängt auch schon das Sprechdurchfall an. Ich tu mich immer so schwer, einen passenden Namen dafür auszusuchen. Och Leute, schade, dass wir hier nicht uns im Live-Chat irgendwie beschatten können. War das jetzt richtig? Beschatten? Nein, chatten. Nur chatten. Oder beschatten? Ihr wisst schon, was ich meine. So, nennen wir einfach das Spiel Rage. So, weiter. Oh nein, das ist nicht das Spiel von id Software. So, next. 2D-Grafik oder textbasierend? Ein Strategiespiel textbasierend. Ob das funktionieren kann, ich bezweifle es. Aber ich versuche es einfach mal, weil... Wir haben ja noch nicht so viel Geld und für textbasierte Spiele sind die Entwicklungskosten eben geringer. So, dann entwickelt man meine Figur dort unten. So, für Strategiespiele, ihr seht schon hier unten sind ein paar Hinweise. Ist die Story so gut wie uninteressant? Also, scheiß auf Story, weg damit. Gameplay und die Engine schon etwas höher. Okay, minimal noch die Story, aber sonst mehr auf Gameplay setzen. Weil ein Strategiespiel ohne Gameplay, das wäre irgendwie kein Strategiespiel oder so. Ja, okay, dann entwickel mal, mein kleiner Freund. Entwickel. Ja, Story ist eh scheißegal, weitermachen. So, und das nächste, Dialoge. Nee, nur ganz wenig.
Level-Design sieht schon ziemlich gut aus, also ist wohl sehr wichtig für dieses Spiele-Genre. Das gehe ich nämlich doch mal etwas höher an. Und die künstliche Intelligenz, was ich eigentlich persönlich in jedem Videospiel wichtiger finde als irgendein gutes Level-Design oder so. Die KI muss stimmen. Okay, da unten ploppt schon Skype auf, das mache ich mal hinzu. So, versuchen wir es mal so. Okay, dann entwickeln wir weiter. Und es wird noch mehr verlangt. Ja, Grafik ist textbasierend. Kann man das wirklich Grafik nennen, dass man da Buchstaben hat? Naja, okay. Basic Sounds, soundtechnisch gehen wir natürlich hoch. Grafik ist nicht so wichtig. Und natürlich World Design wird hier wieder als wichtiges gezeigt. Also nehmen wir das auch als wichtiges ganz nach oben. So, und jetzt entwickeln mein Spiel fertig, mein Freund. Und ich möchte sofort einen Megazeller sehen hier. So, 3 Bugs haben mein Freund hier eingebaut. Also die beseitige mal schnell. Und das gibt's nicht oft in Spielen. Also, dass ein Spiel komplett bugfrei ist, ohne Patch, ohne alles. Also, Respekt. So, Technologie 12, Design ist 13. Okay, beenden wir mal die Entwicklung und... Es ist eine neue Kombi. Ich habe Erfahrungspunkte in allen Bereichen bekommen. Und ja, dann gucken wir mal, was die Fachpresse dazu sagt. So, die Reviews sind da. Mal gucken. Oh, 7 von 10. 8 von 10. 8 von 10. Und 8 von 10. Ey, das ist doch schon mal für einen Start überhaupt nicht schlecht. 8, 8, 8 und ein 7er. Star Games. Also, noch eine schlechtere Anspielung könnte man ja wirklich nicht machen hier in diesem Spiel. Aber, hey, immerhin, wir haben einen Durchschnitt von 7,75 oder 8,5. So um den Dreh müsste das jetzt sein. Und das ist für den Anfang überhaupt nicht schlecht. Also ich bin happy. Mein Mannequin hat es geschafft. Oh, in den Charts sind wir sofort auf Platz 20 eingestiegen. Yay! Und haben 6400 Einheiten verkauft. Yay! Und wir haben 28 Fans. Oh mein Gott, ich habe Fans. Das gibt's nicht mit dem ersten Spiel. Oh mein Gott. Aber auf diese Lorbeeren halten wir uns jetzt nicht auf. Wir gucken mal, was eben der Game Report dazu sagt. Damit verbessere ich nochmal meine Fähigkeit, möchte ich mal sagen. So, okay, Sales. Wir haben 10.000 Einheiten schon verkauft von dem schönen Rage Game. Okay, er hat die Analysten studiert und... kam auf den Hinweis, dass die Dialoge nicht so wichtig sind. Das wissen wir doch schon. Och, Menno. Research. Okay, mal gucken, was ich entwickeln kann. Custom Game Engine. Das reicht noch nicht so ganz, um eine eigene Engine zu entwickeln mit meinen RP-Points. Gucken wir uns einfach mal nach neuen... sagen wir mal Genren an. City! Das erinnert mich doch schon glatt wieder an SimCity. Also natürlich, das ist auf jeden Fall, wird das jetzt geholt. Und erforscht. Und erforscht. Und erforscht. Er ist anscheinend ein Multitalent, er kann ja anscheinend alles. Das ist ja schon mal geil. So, und wir erforschen sofort nochmal was. Transport, Horror. Ach komm, machen wir mal Transport. Eine kleine Fahrsimulation wäre ja auch mal schön. So alias Euro Truck Simulator und was es da auch noch so auf dem Markt gibt. Und, Leute, sehe ich es richtig? Ist das hier unten ein DeLorean? Das ist doch ein DeLorean. Kommt, Leute, hilft mir auf den Sprung. Das sieht doch wirklich so aus wie ein DeLorean. Und dahinter haben wir Pong.
Oder Pong. Nicht Pong. Pong. Oder so. Ja, dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch haben. Forschen kann ich leider nicht. Mein Spiel ist auch schon weg. Oh mein Gott, dann müssen wir sofort wieder ein neues Spiel entwickeln. Und zwar jetzt eine Simulation. Wir wollen hier mit den Transportern, also mit den LKWs fahren. Und das Spiel heißt auch ganz groß LKW. Ja. Ich weiß, ich habe die einfallsreichsten Namen für ein Spiel. Das wären natürlich immer die absoluten Verkaufsschlager mit den einfachen Namen LKW. Oh Mann, ich war mal kreativer. Ja, komm, das machen wir. Textbasiert oder 2D-Grafik? Textbasiert oder 2D? Ich mach's nochmal textbasiert. Ich bin mal gespannt, wie das ankommt, weil eigentlich eine Simulation in Textform, Alter, das, boah, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das damals ausgesehen haben muss. So, hier ist das Gameplay und die Engine mal wieder sehr wichtig. Die Story, ja, eigentlich genauso wie bei ein Strategiespiel. Lassen wir das mal so und der soll mal weiterentwickeln. Komm, entwickel. Und, oh, der baut schon wieder Bugs ein, ey. Du Idiot, kannst du mal fehlerfrei arbeiten? Dialoge sind hier noch unsinniger als bei den Strategiespielen. Aber, oh, ich sehe gerade, die künstliche Intelligenz ist hier sehr hoch gefragt. Warum ist die künstliche Intelligenz bei Simulationen, wo man mit einem Auto oder einem LKW in meinem Fall fährt, wichtiger als bei Strategiespielen, wo die Gegner sich eine eigene Technik überlegen müssen oder eine Taktik, nicht Technik, Taktik, so, das wollte ich sagen, um mich anzugreifen. Ich raff es nicht. Ach, scheißegal. Hoch und dich etwas runter und weiter geht's. Und dann schauen wir mal hier rum. Okay, da hinten haben wir eine kleine Werkbank. Da ist auch noch ein separaten Reifen. Du sollst dich nicht kratzen, du sollst arbeiten. So, und hier haben wir einen Schraubenschlüssel. Die Grafik wird in Simulationen sehr hoch eingeschätzt. Also das sehe ich heutzutage nicht. Also wenn ich mir so die Grafik vom Landwirtschaftssimulator und den ganzen anderen Gedöns mir angucke. Ja. Versuch's mal mit der CryEngine, vielleicht sieht's dann besser aus. Ja. Oh Gott. Da fängt schon wieder das Husten an, weil ich mich hier schon leicht aufrege, wenn ich höre, dass in Simulationen die Grafik sehr hoch ist. Bei Rennspielsimulationen vielleicht, aber nicht bei so Transportsimulationen. Da, nein. Außerdem, was für eine Grafik haben wir denn hier? Wir haben Buchstaben. Also textbasierend. Wie kann man dort eine bessere Grafik rausholen? Naja, egal. Entwickeln wir mal das Spiel eben fertig. So, 4 Bugs hat er reingebaut. 5 Bugs? Alter, du wirst immer schlechter, Junge. Jetzt schon 5 Bugs in diesem Spiel. Nee, du. Aus dir wird nichts. Aus dir wird wirklich nichts. So, wir sind fertig und... Oh, da kam noch mehr Technologie hinzu. Okay, Videogame Nitten. Nivento is playing to launch a very own home gaming console. Nivento. Alter, ey, ernsthaft, diese Anspielungen auf die großen Marken, das ist wirklich so billig versteckt, dass dass sich die großen Publisher da wirklich noch nicht beschwert haben, dass sie hier in diesem Spiel so aufgeführt werden. Das wundert mich eigentlich. Okay, es steht zwar nicht Nintendo da, aber Nivento, man weiß sofort, dass es Nintendo ist mit die King King. Ja, das wird wahrscheinlich Donkey Kong sein. So, okay. Super. Es gibt eine neue Nintendo-Konsole hier auf dem Markt. Und ich habe einen neuen Rekord mit den Technologiepunkten. Yeah. Schauen wir mal, wo wir hier die meisten EPs bekommen haben jetzt. Im Bereich künstliche Intelligenz, würde ich mal eher sagen. So, hier, ja. Doch, künstliche Intelligenz. Das sieht doch schon ziemlich gut aus. Releasen wir mal das Spiel und abwarten, was die Fachjury sagt. Und bitte! Oh, 7 von 10.
6 von 10. Alter. 8 von 10 und 7 von 10. Okay, ein bisschen schlechter als mein Strategiespiel, aber hey, noch immer ziemlich gut. Super. Du machst doch gute Arbeit. Und? Ja, da verkauft er die Sachen. Platz 24 ist das Spiel eingestiegen. Okay, gucken wir mal, was hier der Game Report dazu sagt. Da kriegt er mehr Erforschungspunkte. Das ist schön. Ja, nichts. Toll! Er hat nichts rausgefunden über das Spiel. Toll!